Ja, vielleicht geht es sich sogar aus. So nicht. Dreht euch weiter. Verdammt. Ich könnte aber auf jeden Fall vorne das Gerät noch mit aufstellen, dann ist das halt jetzt direkt verbunden. Macht die anderen für sich auch nichts. Warte. Ich bräuchte. Ah, der ist noch gar nicht fertig. Euch das an und für sich ja gar nicht mit zurücknehmen. Okay, warte. Dürfte gleich fertig sein. Kann nicht mehr so lange dauern. Gut. So, und jetzt fahren wir rüber und hoffen, dass das Portal jetzt gleich aktiviert wird. Aha. Ich sehe nichts. Okay. Okay, es ist aktiv. Ich könnte ja an und für sich das gleich hier so irgendwie stehen lassen. Der zweite stellen wir hier hin. Dann brauche ich es nicht wieder mit nach Hause nehmen. So. Das passt gut. Und Ursprungsschnittpunkt ist mal aktiv. Und jetzt möchte ich da nach vorn schauen. Das stellen wir hier hin. Da stellen wir hier hin. Oh no. So. Und weg. Und hier. Und da. Und hier. Oh no, oh no, oh no. Lass mich in Frieden. Okay, der ist mal. Wo ist der zweite? Alter, wie frech ist der? So, jetzt aber. Ey, da ist sogar ein Verpack. Oh, wow. Jetzt habe ich mich voll erschrocken. So. So. Energiezelle, das ist Abfall.
Und das gehört ja an und für sich nur mit Strom verbunden. Das heißt, wir platzieren hier so in die Rundung. So, jetzt geht sich's aus. Und von da aus verdammt. Okay, warte. Was haben wir drin? Sehr gut. Hier haben wir auch noch einen. So. Rucksack voll. Gut. Ich weiß halt nicht, ob mir das hier irgendetwas bringt. Kohlenstoff und Titan. Alles schon. Okay, das geht nicht. Gut, betreten, dann fahren wir wieder zurück. Durch das Portal durch. Das heißt, das Portal ist aktiv. Sehr cool. Wo steht's? Hier steht's. Okay. Ich hätte hier vorne am besten gleich eine Kreuzung einbauen sollen. Aber ist egal. Weißt du warum? Nimm das einfach so runter. Mach das weg. Dann brauche ich eine Kreuzung, weil wir gehen dann von hier aus gleich in den Untergrund und ja, ich nehme da gleich wo habe ich es denn? Hier. Ich nehme da gleich auf jeden Fall auch Kreuzung, gleich den Zug. Da sind wir viel, viel schneller. So. Genau.
Ja, das jetzt hin. Nee, fährt nicht mit. Weg versperrt. Okay, dann nochmal. Jetzt. Gut. So. Abgabe deaktivieren. Da haben wir noch Schutz. Warte. Verbindungen brauche ich auf jeden Fall. Kreuzung können wir auf jeden Fall da lassen. Bandpfeilerpaket. Beziehungsweise bräuchte ich eigentlich hauptsächlich nur Gemisch mitnehmen. So, was? Ich war also frech und habe mir aufgeschrieben, was ich auf Visania benötige, ja. So. Und wir werden dann direkt hier runtergehen. Richtung Kern. Und er ist noch nicht voll. Das heißt, ich werde das jetzt gleich nebenbei noch mitmachen, was ich dann für unten brauche. Dass ich den Kern aktivieren kann. Also ja, ich muss gestehen, ich war so so frech, ja. Aber es ist halt dann nicht mehr viel, weißt du? Wir haben es dann eigentlich gleich mal durch. Deshalb, ja. So. Werden wir das jetzt einfach so schnell machen. Das heißt, ich brauche einmal Ammonium. Weil wir haben dann gerade noch mehr hier, weiß ich nicht, ob wir sonst noch irgendwie zu einer Quest kommen. Wir haben hier das Bierchen, das was ich aber noch auf Silber aktivieren muss, mehr oder weniger. Dann hier fehlt uns eigentlich nur mehr schnell der Kern. Und dann gehen wir schon auf unseren letzten Planeten los. Und das ist Atrox. Und wenn wir da dann alles haben. Warte. Brauche ich Hydrazin? Verdammt. Hydrazin. Wenn wir das haben, dann sind wir mehr oder weniger mit dem Spiel durch. Ich werde auf jeden Fall alle Quests noch abschließen. Das ist ein Ziel, das ich mir sowieso gesetzt habe.
Und dann spaßeshalber, da bin ich aber noch am Überlegen. Ja, das weiß ich noch nicht. Das kann ich zu 100% nicht versprechen. Aber ich glaube im Moment eher zu, tendiere ich eher zu nein, dass ich wirklich eine Folge mache, wo ich alles so ein bisschen automatisiere. Aber ich finde halt trotz all dem die Story und das dahinter interessanter, wie das automatisieren. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Nach Artrox haben wir ja noch einen noch einen Planeten. Und zwar, den haben wir ganz am Anfang freigeschaltet. Wie wir den Silberkern aktiviert haben, haben wir so einen unidentifizierbaren Trabanten freigeschaltet im Orbit. Und da habe ich mir das halt bis zum Schluss jetzt aufgehoben. Das ist der Planet. Also Planet, ich weiß nicht genau, ob es direkt ein Planet ist, aber den will ich ganz zum Schluss machen. Ich weiß zwar nicht, und bitte spoilert mich nicht, ob das jetzt positiv war oder negativ war. Aber keine Ahnung, das ist so ein Special-Ding. Für mich eben, dass ich den ganz zum Schluss haben möchte. Aber ich weiß nicht, und bitte, ich sag's nochmal, spoilert mich bitte nicht, ob der vielleicht sogar von Vorteil gewesen war, wenn ich ihn früher schon aktiviert hätte, oder ja, keine Ahnung. Oder ob sich's eh vorher nicht gelohnt hat, mehr oder weniger. Ja, das sehen wir dann alles in der aller. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, wie groß das ist, in der allerletzten Folge. Beziehungsweise in den letzten Folgen. So, ich nehme aber jetzt nicht mal Ding mit runter. Ich hole mir jetzt noch schnell ein bisschen ein Gemisch. Falls ich am Weg keines finde. Ja, ich gehe da jetzt gar nicht mit dem Zug runter, weißt du. Wir kennen eigentlich so gesehen alles von den Planeten. Deshalb ist eigentlich für mich nur mehr wichtig, die Missionen zu machen. Oh, oh, oh. Ah, bleiben. Und ja. Irgendwie finde ich es voll schade, dass wir eigentlich schon durch sind fast. Na, ich habe halt keine direkte Ahnung, was ich euch noch groß zeigen soll. Bis auf die Planeten eben. Ja. Das ist halt mehr oder weniger alles, was ich euch noch zeigen kann, wie dann da Artrox noch aussieht. Der unidentifizierbare Trabant, auf den ich selbst schon voll neugierig bin. Gemisch. Oh Mann, kann ich jetzt wirklich rundherum laufen? Das Harz lasse ich auf jeden Fall hier. So, das glaube ich reicht schon mal für den Anfang.
Gut, warte. Die lassen wir auf jeden Fall auch noch hier. Passt. Dann werden wir da langsam runtergehen.